So, meine lieben Leute, da sind wir auch mal wieder bei einer weiteren Illustrin-Runde. Let's play den Spatzezwalzgen mit mir, Lunetschki. Jedenfalls, im letzten Part ging ja ordentlich die Action ab, du. Deswegen hoffe ich mal, dass wir jetzt ein etwas ruhigeres Gefilde erreichen. Aber wir werden sehen. Das Spiel soll ja im Gegensatz zum ersten sowieso viel actionreicher werden. Ich bleibe weiterhin gespannt. Die Geräusche sind sehr scary. Gruselig, gruselig. Ey, Junge, du hast da irgendwie nichts mehr. Hautarzt, der kannst du dir transplantieren. Alter Schwede, was ist mit den Leuten nicht richtig? Was machen die denn hier? Alles total kurios. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kinderhochzeit oder was? Das ist irgendwie voll gruselig, muss ich ehrlich sagen. Das ist richtig gruselig. Und mit Kindern und so kannst du mich immer abschrecken. Nicht immer, aber größtenteils. Warum hat man eigentlich so Angst vor Kindern in Filmen? Warum eigentlich? Warum sind Kinder viel gruseliger als, sag ich mal, Erwachsene? Warum sind auch Frauen in Filmen viel gruseliger als Männer? So Michael Myers und so, das ist ja schon ausgelutscht alles, aber so eine Horroralter auf ein Dreirad ankommt hier, wie hier? Ja, aber so ein Kind, das ist doch irgendwie, keine Ahnung, so lange schwarze Haarige, da gruseln sich ja voll viele vor. The Ring oder die ganze Kacke, die es halt so gibt. The Grudge finden ja auch viele voll gruselig. Muss ich jetzt ehrlich sagen, ich fand den Film zwar spannend und interessant, aber ich fand das kein Stück gruselig, ehrlich. Deswegen frage ich mal lieber, einige von euch haben da ja diese Ängste. Was ist denn jetzt los? Was war das denn, ey? Mann! Auf einmal ging das Ding los. Wo sind denn die ganzen Viecher hin eigentlich? Wird man nicht sonst immer überrannt in jedem Raum? Nach den Sitzungen hatten sie Angst vor uns. Ich erinnere mich. Sie brachten uns zu der Maschine. Für unsere Sitzung. Für die Schritte. Ich erinnere mich an keine Sitzung. Sie haben Glück, dass sie sich nicht erinnern. Denn wenn sie das tun, dann kommt er zurück. Wer? Wer kommt zurück? Wer denn? Oh. Sieh dich nur an. Wie groß du geworden bist. Strauss, folgen Sie ihm nicht. Er ist nicht wirklich da. Och, wunderbar. Hab's doch nur mit Bekloppten hier zu tun, ey. Was ist denn hier los? Das ist ja alles nicht. Das ist ja alles nicht wahr, ey. Eine reine Irrenanstalt, das ganze Spiel. Eine reine Irrenanstalt. Da ist gerade was nach oben verschwunden. Und das wird sicherlich gleich wiederkommen. Alle überlebenden Squads haben Alarm. Wiederhole, zurück, Regierungssektor. Operation Endphase hat begonnen. Notfallpläne sind aktiv, um unsere Verluste zu kompensieren. Direktor Tightman. Achso. Ausmachen. Programm will ich nicht sehen. So. Dann speichern wir jetzt mal hier. Damit wir das Ganze dann, wie gesagt, immer im Wechsel haben. Falls was kaputt ist. Dass ich dann wiederholen kann, ne? Wabbeldiwuppwupp. Da müsste ich nicht lang, okay. Ist hier irgendwas? Das sind ständig diese komischen Urologengeräusche, ohne Witz. Beim Urologen klingt es genauso. Also, wenn ihr irgendwas habt, freut sich auf den Urologen. War ich hier nicht schon mal? Irgendwie kommt mir der Raum so bekannt vor. Kann natürlich sein. Ich erinnere mich da jetzt nicht dran, weil ich der Zeitversetzt immer aufnehme. Die meisten schauen das ja. Mein Fettsack! Big Mama, ey, Big Mama. Da darfst du nicht auf den Bauch schießen. Jetzt platzt das Ding auf, da kommen die ganzen Kinder raus. Habe ich irgendwie auf den Bauch geschossen aus Versehen? Ja, hi. Die starte ich erstmal, du Penner. Arm ab. So. Den zersaft jetzt erstmal schön. Kommen noch mehr von den Viechern? Ja, scheiße. Oh, die schnellen! Richtig schnellen! Alter, ist ja gut! Ist ja gut, ey. Aber ihr macht doch gar keinen Schaden, kann das sein? Ihr macht doch einfach überhaupt keinen Schaden. Ey, ist ja okay. Ich starte erstmal komplett weg, du Penner. Ich finde euch zum Kotzen.
Alter! Was will denn noch? Jetzt kommen sie wieder nur in Massen, wa? Der läuft auf seinen einen Bein da noch rum. Finde ich witzig, das sieht cool aus. Da oben war noch was. An den Wänden lauert die Gefahr. Erstmal vertreten wir hier alles. Der Dicke ist weg. Kann man den nicht zertreten? Mano. Ein Vieh war da noch. Jawohl, da ist es ja. So. Hätten wir das also alles erledigt hier. Ich hoffe, das war's jetzt. Reicht mir langsam. You're going me on the nervous. You're going. Man muss ja, ne? Ey, Dickerchen. Nicht so viel rennen. Geht auf die Gelenke. Jetzt zertrete ich ihn aber mal. Ausgedörrt, das Vieh. Ausgedörrt. Wie eine alte Trockenpflaume ist der eingegangen. Ist das ekelhaft. Ihr seid alle so widerlich. Ihr widert mich an. Ach, guck mal hier. Akistsche. Wie viel Geld man hier einfach hat und es nicht braucht. Und es nicht braucht. Hoppala. Aber man hat doch hier alles eigentlich. Ich habe jetzt aus den 2 Milli jetzt verwendet. Guck mal, wie viel Munition ich schon wieder habe. Ey, das ist unbeschreiblich. Und wie viel Stase und... Ach, Herr Jemini. Das geht doch gar nicht. Das geht doch nicht. Ich muss da lang. Wundervoll. Aber erstmal da schauen. Was haben wir denn hier um die Ecke? Guck mal. A Shop. Das war jetzt gruselig. Strahlmunition. Detonator. Was ist denn ein Detonator? Werkzeug zum Anbringen von Kontaktminen. Na, das interessiert mich ja kein Stück. Wirklich gar nicht. Inventar. Verkaufe ich mal das Stasepack. Ja, ich brauche das nicht so oft. Das kann in Safe. Das kann in Safe. Und das kann in den Safe, falls ich es irgendwann mal doch benötigen werde. So, das restliche Zeugs nehme ich wieder mit. Was habe ich denn im Safe alles so? Ach du Kacke, so viel Munition noch. Und eine Stase. Eine Stase. Na gut, die bewege ich mal, falls ich sie doch benötige. Genau, ein Stase-Stick. Kann immer nicht verkehrt sein, als Ersatz ein Stück Stase bei zu haben. So, erstmal hier alles nachladen. Damit die Munition auch voll ist. Wie viel habe ich denn von dem? Auch wieder so viel. Aber ich benutze erstmal den Kadde. Von dem habe ich nämlich am meisten verhältnismäßig gesehen. Der macht nämlich auch am meisten Schaden. Ich habe doch auch wieder, glaube ich... Ach nee, dazu brauche ich eine Werkbank. Stimmt, das geht ja nicht am Shop. Hast du den dritten Teil verwechselt. Da sind nämlich Shop und Werkbank dasselbe. Da gibt es keine Aufteilung mit zwei. Erstmal, genau, erstmal die Beine. What the fuck? Die Viecher finde ich irgendwie nicht so cool. Da gibt es mehrere von. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die Soundkulisse. Was macht es? Oh, das ist ein Arschloch, ey. Jetzt guckt ein Stück raus wie so eine Prolaps. Ist ja ekelhaft. Wow! Man kann es doch irgendwie... Das zerreißt mich. Man kann es doch irgendwie aufsammeln, oder? Dann halt nicht. Jetzt verschieße ich es einfach. Das ist die einfachere Methode. Habe ich da irgendwas, was ich schießen kann? Das Ding, genau, das ist super. Das brauche ich jetzt. Einmal da und dann... Perfekt. Du bist mein Freund, Ding. Du bist mein Freund. Der Kanister der Liebe. Den werde ich jetzt hier öfter verwenden. Der lebt noch. Komm her, ich brauche dich. Oh Mensch, der kriegt doch hin. Jawohl. Ist das Vieh auch weg. Liegt hier eigentlich irgendwas rum? Verlieren die auch was? Ne, die sind einfach nur da. Und so scheiße. Moment, wo ist der Körper? Ne, einfach das Stück hier. Hier muss ja irgendwo noch was sein. Da ist auch einer, genau. Versuchen wir den mal darüber laufen zu lassen. Hahaha.
Ja, schön, so gefällt mir das doch. So, super einfach. Super einfach. Perfekt. Und einmal durch, genau. Jetzt zur Werkbank. Ich freue mich. Ich freue mich. Plasma-Cutter-Impulsgewehr, das ist Rick. Plasma-Cutter haben wir jetzt nicht viel. Wir haben 3 Knoten. Wir könnten jetzt also 1, 2, 3. Ach, das ist alles so. Plasma-Cutter. Schaden erhöhen, mache ich mal. Genau, wunderschön. Jetzt die Kapazität. Genau. Erstmal auf den Cutter. Das andere mache ich dann später, du. Das ist noch nicht so wichtig. Noch habe ich genug Scheiße bei mir. Da bräuchte ich eine Energiesperre. Oh, da bräuchte ich einen Energieknoten. Gott sei Dank habe ich ihn aufgehoben. Denn das kann ich jetzt hier rein. Ich hoffe, ich kriege meinen Knoten wieder. Haufenweise Kram. Oh, haufenweise Kram. Was zur Hölle habe ich jetzt alles aufgesammelt? Oh, Platinen. Gleich 2 auf einmal. Schmuck. Schmuck. Gefällt mir. Aber kein Knoten. Nein, hey, nein, 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 nein. Das heißt, ich spieß jetzt vor allem. Ich spiele jetzt wieder mit der Knatterpeng hier rum. Ist dann doch einfacher. So, speichern erstmal, ne? Wo habe ich denn jetzt zuletzt gespeichert? Ich weiß es nicht. 253 da unten. Oder? Ja. Zack. Machen wir einfach. Kann ja nicht großartig falsch laufen, wa? Ui. Hübsch. Gefällt mir. Aber erstmal hier lang gehen. Denn hier schwebt Munition rum. Wow, das ist so schön. Der kleine Papier. Okay, das lässt sich einrichten. Ich müsste da durch. Sauerstoffstation aktiv. Ja, ist jetzt wunderbar. Das heißt, dann habe ich keine Luft mehr. Darf ich wieder gegen irgendwelche Viecher kämpfen. Ah, die darf ich wieder an so einem Apparat dran rumspielen, glaube ich. Was war das denn gerade? Raus da. So. Was? Wo muss denn jetzt noch? Wo muss denn jetzt noch was sein? Da ist nicht. Ach, diese Schwerelosigkeit, ne? Das heißt, ich kann ja theoretisch abdampfen, wenn ich Alt drücke. Jawohl. Das gefällt mir. Wo muss ich denn jetzt hin? Da hinten ist bestimmt doch wieder was. Oder? Schauen wir uns mal in Ruhe um. Hier ist soweit nichts. Nee, gar nichts. Hier vielleicht? Da vielleicht? Wo zur Hölle könnte der letzte Sauerstoffscheiß sein? Ich bin wieder mal zu blind, um irgendwas zu rallen. Ach, da oben. Das ist das Ding. So. Es brennt nicht mehr. Ich soll erstmal Y muss mich am Boden ausrichten. Okay. Ja, dann lass mich mal kurz hier rüber, bitte. Ich muss da lang. Ich habe ja noch genug Sauerstoff, denke ich mal. Das reicht doch für eine Minute. Uäh! Man hört ja aber auch nichts, wa? Immer dieses Nichts hören. Scheiß. Das ist, als hätte man irgendwie ein verstopftes Ohr. Das ist voll belastend, Leute. Glaubt mir, ey. Das ist richtig belastend. Teilweise kann man ja auch nichts für. Wo muss ich denn jetzt hin? Da lang? Ach, da lang. Okay. Irgendwas mit Knoten stand hier. Wartungsbereich. Es gab Feature hier alles. Wenigstens kriegt wieder Luft. Ja, schön. Okay, jetzt auch keine Schwerelosigkeit mehr. Gut. Wie soll ich das denn jetzt machen? Die Energieeinheit. Habe ich da noch irgendwo eine andere? Soll ich eine von denen nehmen, die drüben waren? Ne, versuche ich mal eine mitzunehmen. Das war nicht die richtige. Da ist er. Ach, komm doch jetzt. Genau. Energiezelche. Dich nehme ich mit. Ich hoffe, es funktioniert. Ansonsten muss ich mich im anderen Raum selber umgucken. Wir wissen ja, beim letzten Mal ging es nicht. Da konnte ich Sachen nicht mit dem. Doch, ging aber hier. Wunderbar.
Dann mal Rinder. Du gutes Stück. Hui. Ich habe Energie verloren. Ich werde Energie benutzen. So. Die kleine brauche ich nämlich weniger als die große. Die ist voll nicht gut, ey. Ist gar kein Erdbeerkäse, ey. Ah! Dein Terrarium! So. Hier, tanzen uns! Oh! Strauss, beruhigen Sie sich, er kann Ihnen nicht wehtun. Er will, dass ich in die dunkle Maschine gehe, Isaac. Ich kann nicht da rein. Sie ist da drin. Sie wartet. Strauss. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Strauss, hören Sie mir zu. Sie müssen weiter. Kommen Sie bis zur Bahn? Schaffen Sie das? Er kommt. Kann nicht reden. Alle einfach nur voll die Eierhälse hier, ohne Witz. Ein Scheiß. So, was haben wir denn hier feines? So. Quer. Einmal kaputt schieße. Und ich komm mal rüber. Guck mal, hier kann man sich angucken. Knoten! Und natürlich wieder Spoilchen, du. Nicht? Wo haben wir denn hier? 3-1. Das bestätigen wir mal. Wie viel haben wir es denn jetzt? 24. Ich guck mal nach, ob der Part schon wieder zu Ende ist. Ansonsten sehen wir uns gleich wieder. Ich habe gerade das Zeitgefühl total verloren. Wenn der Part jetzt aber zu Ende sein sollte, sage ich mal hier schon mal auf dann auf bald. Auf Wiedersehen, Tschüssikowski. Ich hoffe, euch hat es bis hierhin gefallen. Lasst doch gerne etwas Kritik da. Positive sowie negative. Ich würde mich drüber freuen. Also, wir sehen uns. Tschüssikowski. Blablabla.